Pressekonferenz begrüßen. Unsere Pressekonferenz, der Titel lautet Bundesverkehrswegeplan 2030, Bürgerbeteiligung bei 100 ausgebremst, Fragezeichen. Und ich möchte auf dem Podium begrüßen, auf der linken Seite Harald Moritz, das ist der verkehrspolitische Sprecher für Straßen- und Luftverkehr von Bündnis 90 Die Grünen. Auf meiner rechten Seite Frau Gesine Lötsch von der Linkspartei, sie ist die Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages. Und ein Platz weiter, Tilman Häuser, den Geschäftsführer des BUND Berlin. Mein Name ist Tobias Trommer, ich sitze hier als Aktivist und Koordinator des Aktionsbündnis 100 Stoppen. Und außerdem finden Sie im Saal meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Die meisten haben ein 100 Stoppen T-Shirt an, daran können Sie diese erkennen. Zum Ablauf. Jeder von uns auf dem Podium wird ein Statement zum Thema abgeben. Danach gibt es Möglichkeiten für Rückfragen. Und ich denke, dass wir das in einer halben Stunde schaffen. Wir möchten es nicht zu lange ausdehnen. Danach möchten wir mit Ihnen gemeinsam in den Park gehen. Wir hinter der Kitzschwelle, ungefähr 150 Meter entfernt. Dieser Park soll der Autobahn weichen, wenn die weiter Richtung Stockauer Straße gebaut wird. So, jetzt möchte ich eine kleine Einführung zum Thema geben. Der Berliner Senat und das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur planen den Weiterbau der Stadtautobahn 100 vom Triglauer Park bis zur Storkower Straße als 17. Bauabschnitt. Genau dieser Bauabschnitt erscheint im Entwurf zum Bundesverkehrswegeplan 2030 nicht als selbstständiges Projekt, sondern wurde mit dem im Bau befindlichen 16. Abschnitt vom Autobahndreieck Neukölln bis am Triglauer Park zu einem Projekt zusammengefasst. Damit wird das Gesamtprojekt als fest disponiert und in Bau eingestuft. Wer es nicht glaubt, wir haben einen Screenshot ausgedruckt von der Webseite. Bei der Planfeststellung des prächtigen Bauabschnittes von Neukölln bis zum Triglauer Park wurde betont, dass er eine eigenständige Verkehrsfunktion auch ohne Weiterbau bis zur Staukower Straße hat. Der 17. Bauabschnitt wurde als im Bau befindlich ausgewiesen, obwohl es noch keinen Planfeststellungsbeschluss gibt. Somit sind die bei einer Planung auftauchenden Konflikte noch nicht gelöst. Es wurde auf eine naturschutzfachliche Untersuchung verzichtet und auf das Planfeststellungsverfahren verwiesen, in dessen Rahmen die Konflikte gelöst würden. Damit wird jedoch übersehen, dass der Prüfrahmen der strategischen Umweltprüfung weiter ist und auch konzeptionelle Alternativen und verkehrsträgerübergreifende Alternativen einschließt. So werden Beteiligungsrechte der Umweltverbände und der Bürgerinnen und Bürger ausgehebelt. Übrigens wurden rund 40% der Projekte des Bundesverkehrswegeplans als laufend bzw. fest disponiert klassifiziert und dadurch der Öffentlichkeitsbeteiligung entzogen. Damit sind Stellungnahmen im Rahmen der strategischen Umweltprüfung zu diesen Projekten nicht möglich. Für das Projekt 100 gibt es im Projektinformationssystem, abgekürzt PRINZ, kein Projektdossier, keine Informationen zur Kosten-Nutzen-Analyse, zur Umweltbewertung und zur raumordnerischen und städtebaulichen Bewertung. Dazu gibt es keine rechtliche Legitimation. Es gibt kein Baurecht für den 17. Bauabschnitt. Und für den 17. Bauabschnitt gab es bis jetzt kein Planfeststellungsverfahren. Es gibt nur die Linienbestimmung aus der Vorplanung von 1999. Mit der Begründung, dass der Weiterbau der 100 als laufendes und fest disponiertes Vorhaben im Bau eingestuft wurde und nicht mehr untersucht werden soll, gibt es für die 100 also kein Projektdossier. Es wird suggeriert, dass Einwendungen und Widersprüche nicht möglich sind. Dem ist aber nicht so. Wir raten zu einer Stellungnahme mit klaren Forderungen und Alternativvorschlägen. Für spätere Gerichtsprozesse gegen den Weiterbau kann es wichtig sein, ob die Vorgaben der Europäischen Richtlinie zur strategischen Umweltprüfung und des deutschen Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung eingehalten und alle vernünftigen Alternativen geprüft wurden. Denn auch ohne Projektdossier sind Einwendungen möglich und wichtig. Werden keine Einwendungen gemacht, wird gesagt werden, es hätte ja niemand Einwendungen gehabt. Ohne Projektdossier ist ein direkter Bezug zu konkreten Aussagen des Bundesverkehrsministeriums allerdings nicht möglich. Aber es gibt auch ohne Projektdossier genügend sachliche Argumente, die gegen den Weiterbau der 100 sprechen. Wir möchten alle Berlinerinnen und Berliner ermuntern, eine Einwendung zur geplanten Verlängerung der Stadtautobahn 100 einzureichen.
Denn unter der verlängerten 100 werden nicht nur die direkten Anwohner und Anwohnerinnen leiden, sondern letztendlich alle Berlinerinnen und Berliner. Mit dem Neubau der Stadtautobahn wird eine rückwärtsgerichtete Verkehrspolitik der autogerechten Stadt im wahrsten Sinne des Wortes zementiert und Nutzung wie den dringend benötigten innerstädtischen Wohnraum unmöglich gemacht. Andere Großstädte hingegen, und zwar weltweit von New York bis Moskau, bauen innerstädtische Straßen und Stadtautobahnen zurück und schaffen Alternativen zum Autoverkehr und verbessern die Menschlichkeit der Stadt. Auf unserer Webseite www.100stoppen.de haben wir Infos und zahlreiche Argumente für eine Einwendung gegen den Ausbau der 100 bereitgestellt. Und noch eine Sache, die uns wichtig ist: Was macht denn eine gute Beteiligung aus? Eine gute Beteiligung ist transparent, sie ist unabhängig, sie ist dialogisch und ergebnisoffen, sie ist fair und die Bürgerinnen und Bürger werden von Anfang an über alle Planungsschritte informiert und haben Mitspracherecht. Das können wir hier nicht erkennen. So, nun übergebe ich an Gesine Lötsch und ja. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an das Bündnis A100 Stoppen für die Einladung und die Initiative zu dieser Pressekonferenz. Denn ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass die Zeiten und die Fristen, die jetzt genannt sind, genutzt werden, um den Protest zum Ausdruck zu bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Presse und vor allen Dingen auch liebe Nachbarn, es ist ja einigen bekannt, dass ich hier ganz in der Nähe wohne, sodass ich nicht nur ein globales und übergreifendes Interesse an der ganzen Angelegenheit habe, sondern auch, sollte ich dort wohnen bleiben, wovon ich immer ausgehe, dass ich das auch möchte, direkt betroffen wäre und genau auch nachfühlen kann, wie es Menschen geht, wenn sie sich vorstellen, direkt vor ihrer Nase wird diese riesige Autobahn, dieser Trog errichtet. Es ist ja nicht nur, dass diese Autobahn gebaut werden soll, es wäre ja ein jahrelanger Bauprozess. Wir sehen ja am Ostkreuz, wie lange das dauert und die Vorstellung quasi jahrzehntelang direkt auf einer Baustelle oder neben einer Baustelle mit allem verbundenen Lärm zu wohnen, das ist nichts, was man akzeptieren kann. Grundsätzlich möchte ich nochmal betonen, dass wir denken als Linke, ich vertrete ja hier die Partei Die Linke, dass dieses Projekt der Autobahn ein Projekt aus dem vergangenen Jahrhundert ist, eine Planung, die uralt ist und nie modernen Erfordernissen angepasst wurde. Auch die Tatsache, dass fast 20 Jahre lang, das ist ja das Datum genannt worden, keinerlei neue Überprüfung, keinerlei neue Bewertung vorgenommen wurde, zeigt ja, wie verantwortungslos dieses Projekt vorangetrieben werden soll. Besonders perfide ist nun, dass durch die Erklärung, das wäre doch schon alles im Bau, die Bürgerinnen und Bürger quasi vor vollendete Tatsachen gestellt werden sollen, ihnen eingeredet werden sollen, ihr könnt euch sowieso nicht mehr wehren. Das ist aber eine ganz klare Aussage auch von mir und der Botschaft. Natürlich muss man sich wehren. Die jetzige Zeit zur Stellungnahme muss unbedingt genutzt werden, damit ausreichend Stellungnahmen vorliegen. Aber auch dann gibt es ja noch keinen Abschluss. Ich darf Ihnen vielleicht sagen, wie auch die Abläufe im Bundestag sein werden, so wie es bis jetzt geplant ist. Und das heißt natürlich, dass an vielen Stellen noch die Möglichkeit besteht, seine Stimme zu erheben, Protest zu erheben, sich natürlich auch an die Abgeordneten des Verkehrsausschusses und des Haushaltsausschusses zu wenden und ihnen klar und deutlich zu machen, dass das so nicht geht und dass man das so nicht akzeptieren kann. Der Bundesverkehrswegeplan ist ja ein Entwurf jetzt. Er soll im Sommer vom Bundeskabinett, also von der Bundesregierung, beschlossen werden und dann sollen im Parlament die einzelnen Ausbaupläne und Ausbaugesetze besprochen werden. Und da wird es natürlich heftige Auseinandersetzungen geben und da können wir als Abgeordnete im Bundestag natürlich besonders deutlich unsere Stimme auch und einflussreich erheben, wenn wir wissen, die Bürgerinnen und Bürger, die dort wohnen, stehen hinter uns und das ist nicht unser Privatanliegen. Vorgesehen ist die erste Lesung im Plenum dann Anfang der Zeit nach der Sommerpause, also Ende September, Anfang Oktober. Der Verkehrsausschuss wird sich in drei Sondersitzungen mit den Ausbaugesetzen beschäftigen. Dann geht es natürlich um die gesamte Republik.
Und es sollen im November öffentliche Anhörungen durchgeführt werden. Und da kann ich Sie auch ermuntern, wir werden versuchen, das auf geeigneten Wege bekannt zu machen, dort hinzugehen, teilzunehmen, sich das anzuhören und natürlich auch Positionen zu beziehen. Und abschließend soll dann zum Jahresende bereits die zweite und dritte Lesung stattfinden. Aber nun ist es ja so, dass der Bundestag die Aufgabe hat, Dinge zu werten und möglichst zu ändern. Und unsere feste Position als Linke, und ich hoffe, dass wir möglichst viele Verbündete finden, die Grünen sitzen ja hier dankenswerterweise auch dabei, wir haben aber auch vielleicht den einen oder anderen weiteren Berliner Abgeordneten, der sich entsprechend auch positionieren wird, dass wir hier zu einer vernünftigen Lösung kommen. Interessant ist nochmal, das möchte ich ganz kurz anmerken, dass der Bundesrechnungshof, der ja ein sehr hohes Ansehen hat, manchmal denke ich höher als das Bundesverfassungsgericht, sich ja mit dem Bundesverkehrswegeplan auch in einer ersten Phase schon auseinandergesetzt hat und sehr deutlich gesagt hat, vieles, was hier vorgelegt wurde, ist nicht plausibel. Man hat ein Büro beauftragt, ein Ingenieurbüro, die Dinge zu bewerten und hat als Ministerium diese Bewertungsmaßstäbe überhaupt nicht kontrolliert, nachvollzogen oder sich entsprechend dazu positioniert. Also auch von dieser Seite gibt es Kritik, was die Verschwendung öffentlicher Mittel betrifft. Und ich glaube, beides gehört zusammen, der Erhalt der Lebensqualität hier und natürlich der sorgsame Umgang mit öffentlichen Mitteln. Und wenn wir uns mal überlegen, gerade die Anwohnerinnen und Anwohner wissen das ja, was sich hier in den letzten, sage ich mal, 15, 20 Jahren verändert hat. Einige können sich noch erinnern, jetzt wo dieser Park ist, war mal eine große Anstellfläche für ausrangierte Autos. Das ist ja eine Qualitätssteigerung, die man auf keinen Fall, finde ich, aufs Spiel setzen darf. Und darum kann ich uns alle nur gemeinsam ermuntern, uns gegen die A100 weiter zur Wehr zu setzen. Vielen Dank. Gut, vielen Dank. Wir sind durch. Und dann übergebe ich weiter an Harald Moritz. Ja, auch von mir, hallo. Vielen Dank für die Einladung an die DI. Ich möchte mal mit der Kritik erstmal am Bundesverkehrswegeplan beginnen. Die Beteiligung bezieht sich ja auch auf den Bundesverkehrswegeplan und auch auf die Einzelprojekte. Aber ich glaube, der Blick auf den Bundesverkehrswegeplan ist schon nochmal wichtig. Zu betonen ist, dass in der neuen Grundkonzeption ja davon ausgegangen worden ist, dass es klare Prioritäten gibt, dass es der klare Schwerpunkt auf Erhalt der Verkehrsinfrastruktur gelegt werden soll. Wir wissen auch aus Berlin, dass unheimlich viele Brücken sanierungsbedürftig sind. So ist es im ganzen Bundesgebiet und die Großteil der Mittel muss ganz einfach auf den Erhalt der Infrastruktur eingesetzt werden. Und ansonsten sollte vor allen Dingen Engpassbeseitigung und klare Prioritäten aus bundesverkehrspolitischer Sicht und nicht aus Sicht der Landespolitik oder gar, wie das gang und gäbe zu sein scheint, die Wahlkreisabgeordneten die Priorität darstellen und mit dem Bundesverkehrsminister aushandeln. Wenn man die Liste sieht, muss man leider feststellen, dass diese Prioritätensetzung, die vorgenommen werden soll, wieder nicht vorhanden ist, dass auch nicht Verkehrsträgern übergreifende Verkehrslösungen gesucht worden sind, gerade beim Güterverkehr könnte man ja im Transitbereich eher auf einen kombinierten Verkehr setzen. Nein, man bleibt immer schön in den Verkehrsträgern drin, was natürlich auch dann Auswirkungen auf die Erreichung der Klimaziele und dergleichen beinhaltet. Der Umweltbericht, der ja auch ausliegt, ist nicht mit dem Bundesministerium für Umwelt abgestimmt worden und auch die Systematik der Einstufung der Projekte sozusagen nach dem Nutzen-Kosten-Verhältnis
ist wirklich fragwürdig, weil die Errechnung vor allen Dingen auf Zeitvorteilen beruhen und die Nutzen vor allen Dingen beim Zeitvorteil zu Buche schlägt, werden sie auch in, zumindest für die Pressevertreter ist ja so eine, ja, habe ich so eine Mappe mit mit kleinen Anfragen drin, da finden Sie auch die Auflistung Kosten-Nutzen-Verhältnis für die A100 und da werden Sie sehen, dass vor allen Dingen die Zeitersparnis den angeblichen Nutzen dieser Autobahn darstellt, diesen hohen Nutzen. Aber wenn man den Zeitvorteil dreimal berechnet, wird er auch nicht besser, aber vom Nutzen-Kosten-Verhältnis ist es eben so. Und das Problem ist auch am Ende der Autobahn, wenn man da im Stau steht, diese Zeit, die man da vertrödelt, schlägt sich da beim Kosten-Nutzen-Verhältnis eben nicht wieder. Okay, vielleicht zur Beteiligung und Tobias Sommer hat ja schon auf das Dilemma hingewiesen, dass die A100 sozusagen einfach eingestuft worden ist als im Bau befindlich. Da möchte ich auch noch mal sagen, argumentiert wird ja vom Bundesverkehrsministerium und vom Senat damit, dass die Entlastungswirkung nur durch 16 und 17 im Bauabschnitt eintritt und dass deswegen die Abschnitte sozusagen gemeinsam behandelt werden. Das kann so nicht richtig sein. Wir haben ja beim 16. Bauabschnitt vor dem Bundesverwaltungsgericht lange über die Abschnittsbildung diskutiert. Der BUND hat sogar einen anderen Vorschlag gemacht, wie man den Abschnitt besser bilden könnte, dass es verkehrlich besser funktioniert. Das Bundesverwaltungsgericht hat letztendlich diesen Abschnitt, der jetzt im Bau ist, so bestätigt. Und dann kann man hinterher nicht argumentieren, ja, die beiden Abschnitte gehören aber zusammen. Das geht so nicht. Auch ein anderes Argument ist die Vorsorgemaßnahme am Ostkreuz, die ja jetzt gebaut wird. Da gibt es auch eine aktuelle kleine Anfrage dazu, auch zu den Kosten. Die soll ja 2018 fertig sein, wird dann 23 Millionen kosten und es wird auch begründet, ja, man hat ja da schon eine Vorsorge, baut man ja und deswegen ist es im Bau befindlich. Auch in diesem Verfahren, damals mit dem Ostkreuz zusammen, ist vom Vorhabenträger ganz klar gesagt worden, das ist keine Vorfestlegung. Das heißt nicht, dass die Autobahn kommen muss. Selbst damals hatten sie gesagt, nicht an dieser Stelle, weil ja, schizophren ist, wenn ich erstmal da baue und dann nicht. Ja, vielleicht noch ein paar Punkte zur A100-Verlängerung hier. Also es ist städtebaulich unheimlich kompliziert, diese Trasse überhaupt zu realisieren. Es gibt ja jetzt Voruntersuchungen, Machbarkeitsstudien, die ja auch dazu kommen, dass nicht nur bis zur Frankfurter Allee, sondern bis zur Storkower Straße gebaut werden muss. Ganz einfach, weil man den Verkehr an der Frankfurter Allee gar nicht abwickeln kann. Deswegen wird es da auch nur einen Halbanschluss geben von und nach Süden in der Gürtelstraße und der andere Anschluss sozusagen die Storkower Straße bilden wird. Die Problematik ist auch, die Prognosen sind vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen worden, die sehr unterschiedlich sind. 1999 noch gab es eine Prognose, dort wurde gesagt, 130.000 Fahrzeuge im Tunnel. Jetzt 2014 gibt es eine Prognose, die davon ausgeht, dass 90.000 Fahrzeuge im Tunnel sind. Ich betone deswegen so, ich erinnere mal an den Britzer Tunnel, der ist über 400 Mal im Jahr gesperrt oder hat Zufahrtsbeschränkungen. Der ist sechsspurig, hat 120.000 Fahrzeuge im Schnitt. Also wenn hier die Kapazitätsgrenze erreicht ist, ist die Frankfurter Allee in dem Kreuzungsbereich ganz einfach zu. Da wird dann verkehrlich gar nichts mehr gehen. Ähnlich ist es am Ostkreuz, am Markgrafendamm. Also auch verkehrlich gibt es große Schwierigkeiten mit der Trasse. Und eine Innenstadtentlastung oder sowas ist überhaupt nicht
belegbar. Der andere große, Problem ist, dass mit diesem 17. Bauabschnitt der mittlere Straßenring geschlossen ist. Ich habe hier in diesem grünen Faltblatt kann man den Ring erkennen, diesen mittleren Straßenring, der wird über die vorhandenen Straßen laufen. Also Storkower Straße, Mittelhohe Straße, Michelangelo, Ostseestraße und so weiter bis zur A100 oder bis zur A114. Das wird natürlich auf diesen Straßen ein erhebliches Mehr an Verkehr geben. In der Linienbestimmung ist die Knipprode Straße mit einem Plus von 40% Verkehr damals ermittelt worden. Aber man kann ganz klar ausgehen, dass es bis ein Viertel mehr Verkehr auf der ganzen Strecke gibt. Und das sind auch vor allen Dingen Wohnstraßen, da ist im überwiegenden Bereich Wohnbebauung. So. Ja. Letzte nochmal zu den Kosten. Wird ja gerne gesagt, ja, wir kriegen ja hier hunderte von Millionen vom Bund geschenkt und diese Sachen, die wir hier verbauen können, die können wir ganz einfach nicht ablehnen. Deswegen müssen wir sozusagen diese Maßnahmen auch annehmen. Aktuell ist es in der Bewertung mit 530 Millionen dieser Abschnitt, ohne dass man sagen kann, wie die Tunnel gebaut werden, wie die Brücken, genaue Lage und dergleichen. Man kann viele nicht sagen, städtebauliche Auswirkungen, wie viele Häuser müssen abgerissen werden und so. Kann man alles nicht, man weiß aber 530 Millionen. Also ist davon auszugehen, dass es teurer wird an Baukosten. Planungskosten, Verwaltung, Bauüberwachung, Kosten sind im Schnitt, sagen wir mal so zwischen 10% und 19% der Bausumme. Das wären bei 530 Millionen 53 Millionen und plus, also 10% der 53 Millionen. Diese Kosten trägt das Land Berlin. Wenn es mehr wird, trägt das Land Berlin noch mehr. Und dazu kommen noch die ganzen Anpassungskosten. Auch in der Pressemappe drin eine aktuelle Anfrage, Ausbau Straße am Treptower Park und Storkower Straße. Beide Straßen müssen ausgebaut werden und dazu muss es auch Planfeststellungsverfahren geben und die Kosten wird alleine das Land Berlin tragen. Also diese Sache wird überhaupt nicht kostenneutral für das Land Berlin. Mit diesen zig Millionen kann man im Verkehr eine ganze Menge machen. Ob Straßenbahn, ob Radverkehr und dergleichen. Ich will an der Stelle Schluss machen. Darf ich da jetzt nur noch den Zwischenruf machen, dass eine Anfrage von mir vom Bundesministerium so beantwortet wurde, dass ganz klar daraus hervorgeht, bei den 530 wird sich bleiben. Ja, vielen Dank, Harald, für deinen Beitrag und dann bitte ich Tillmann Häuser fortzufahren. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal vielen Dank an das Aktionsbündnis für die Einladung. Um vielleicht mit den Kosten weiterzumachen, weil jüngst war im Spiegel A100 nicht mehr teuerste Autobahn in Planung, sondern der Stadttunnel in Freiburg. Wie man hört, ich komme aus Freiburg, war vor 30 Jahren schon mit der Planung da in Freiburg beschäftigt, also hat mich auch verkehrspolitisch mitsozialisiert. Kann ich nur sagen, nee, dieser Abschnitt, 17. Bauabschnitt der A100, wird mit Abstand der teuerste Autobahnabschnitt in Deutschland bleiben. Also sagen wir mal, die 531 Millionen wurden schon angedeutet. Wir haben hier bautechnisch mit das Schwierigste, also man kann es auch in Freiburg vergleichen, den Stadttunnel entlang des kleinen Flusses Dreisam, das heißt entlang des Grundwassers, weil hier mal ganz andere bautechnische Herausforderungen. Das muss zunächst über die Spree gehen, dann runter Bahnhofstraße, Doppelstocktunnel etc. Deshalb ist jetzt schon absehbar und deshalb spricht ja auch der Senator Andreas Geisel von Kosten bis zu 1 Milliarde Euro, die man jetzt schon absehen kann dafür. Und wir wissen ja auch, dass Berlin nicht gerade Weltmeister im guten Bauen ist. Also man kann sich auch vorstellen, was das dann gegebenenfalls für Konsequenzen haben wird. Das ist so ein komplizierter Doppelstocktunnel. Ich weiß nicht, ob es das weltweit überhaupt gibt, was hier geplant wird. Das heißt, man sieht hier schon die wahnsinnige bautechnische Herausforderung, die damit verbunden ist. Natürlich deshalb auch, wie Frau Lütz schon darauf hingewiesen hatte, die Belastung für die Anwohner, die jetzt rein mit den Bauarbeiten kommen würden.
Natürlich wäre es auch verkehrspolitisch fatal, das hat Harald Moritz schon angedeutet. Also muss man auch ganz klar sagen, das Ziel eigentlich aller Parteien, CDU hat sich nicht ganz so klar positioniert, ist eigentlich, dass Autos aus Berlin möglichst rausgehalten werden, dass man auch in der wachsenden Stadt einfach sagen muss, ja, wachsende Stadt geht nur mit deutlich weniger Autos. Also mehr Menschen und dann noch mehr Autos passt schon mal gar nicht mehr. Und deshalb ist natürlich auch verkehrspolitisch das komplett falsche Signal, was hier mit dem Weiterbau der 100 gesetzt wird. Der Spiegel hat deshalb den Fehler gemacht, weil er nicht gesehen hat, A100 wurde da als im Bau eingestuft, deshalb also im Bundesverkehrswegeplan. Dazu muss man mal ganz klar sagen, damit verletzt das Bundesverkehrsministerium seine eigenen Regeln und auch das, was es bundesweit wirklich auch gemacht hat. Da wurden nämlich de facto alle Projekte wirklich überprüft, es wurden eine Nutzen-Kosten-Analyse gemacht, die Baukosten wurden aktualisiert, sofern es möglich war, hängt ja jeweils vom Planungsstand ab. Es wurde städtebauliche, raumordnerische Beurteilung vorgenommen, auch eine Umweltprüfung, nur für die A100 nicht. Und das muss man ganz klar sagen, ist eine reine Willkürentscheidung des Bundesverkehrsministers persönlich, dass die A100 nicht in die Überprüfung im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung übernommen wurde. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das ist die A49 in Hessen. Das ist darüber stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, der für Verkehr zuständig ist, wohnt. Die wurde auch nicht erneut überprüft, aber ansonsten wurden eigentlich alle Projekte überprüft, also einschließlich die Teilabschnitte der umkämpften A14, die in der Planung schon viel weiter sind. Und da ist auch die Vorleistung Ostkreuz ein extrem schlechtes Beispiel, weshalb man dann sagt, da ist ja im Bau. Weil diese lächerlichen 23 Millionen im Vergleich zu einer Milliarde gegebenenfalls Baukosten, das sind fast alle anderen Projekte, die jetzt überprüft wurden, schon in den prozentualen Planungsvorleistungen deutlich teurer. Weil es gibt bisher noch keine Planung. Das Einzige, was es gibt, ist, dass die Senatsverwaltung festgestellt hat, bis Frankfurter Allee, ja, war vielleicht mal eine nette Idee, aber geht gar nicht, weil man kann es nicht einfädeln. Das hat Harald Moritz schon darauf hingewiesen. Deshalb muss man zur Storkower Straße weiter und stellt dann im gleichen Gutachten fest, dass Storkower Straße als Verkehrsknoten auch nicht wirklich funktionieren kann. So, Konsequenzen werden aber keine draus gezogen. Deshalb, Bundesverkehrswegeplan wurde jetzt mehrfach erläutert. Man muss aber sagen, das ist jetzt nicht nur ein Thema des Bundes. Deshalb, was wir jetzt machen werden, schon mal an den Bundesrechnungshof rangehen. Wir werden auch die Bundestagsabgeordneten noch mal darauf hinweisen, dass eben mal das Besondere der 100 ist, dass sie gar nicht überprüft wurde. Ich glaube, das wird die ganzen Abgeordneten in den Flächenländern total begeistern, dass ihre Projekte allesamt überprüft wurden. Nur die A100 als teuerste Strecke eben nicht. Also da hat man vielleicht noch mal die Chance, etwas die Aufmerksamkeit zu erzielen, weil ich glaube, 1000 Projekte sind jetzt drin. Ja, wie viel? Ist aber schwierig, da tatsächlich eine Einzelprojektdiskussion auf Bundesebene zu führen. Der andere Ansatz, da muss man jetzt gucken, was kann man da machen auf Bundesverkehrswegeplanungsebene bzw. dann Ausbaugesetzebene. Der zentrale Ansatzpunkt ist aber hier weiterhin auch in Berlin, weil Berlin muss letztendlich entscheiden, baut man oder baut man nicht. So, und da kommen wir zu einem anderen Punkt, wo man einfach sagen muss, wir haben hier das Komplettversagen der Berliner Politik und auch, sagen wir mal, gerade der Verkehrspolitik in diesem Lande, weil es ist schön, dass jetzt auch Senator Geisel, er ist jetzt Straßenbahnliebhaber, also finden wir auch gut, dass er die Straßenbahnstrecken ausbauen will. Die CDU hat ja gerne noch ein paar U-Bahn-Strecken, die sind ein bisschen teurer, aber es gibt kein Geld dafür. Und das wird nicht offen dazu gesagt, das Geld muss letztendlich auf den Bund kommen, um diese wirklich sinnvollen Maßnahmen durchzuführen. Da streiten sich aber gerade Bund und Länder über die Fortsetzung am Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Ich glaube, eine Einigung gab es noch nicht, oder? Und wo auch der Bund eigentlich sagt, er will raus aus der Finanzierung der, naja, dann vor allem auch städtischen Verkehrsinfrastruktur, womit aber dann auf dieser Diskussionsebene, sagen wir mal, Berlin Schwierigkeiten hätte, seine Projekte umzusetzen, weil selber finanzieren kann es Berlin derzeit nicht. Und hier wäre jetzt eigentlich zu erwarten, dass tatsächlich mal die Berliner Politik sagt, wir müssen hier auch im Sinne einer wachsenden Stadt, aber im Sinne einer lebenswerten Stadt, in eine
in einer menschengerechten Stadt, in einer neu gestalteten Mobilität hier ganz andere Schwerpunkte setzen, statt dass wir 1 Milliarde hier in 3 Kilometer Autobahn reinstecken, müssen wir mit dem Bund dafür kämpfen, dass tatsächlich die notwendige Infrastruktur in Berlin im Sinne des Umweltverbundes ausgebaut wird und hier die Priorität gesetzt wird. Und dazu hat Berlin jede Möglichkeit. Sie können über Bundesrat gehen, Sie können gucken, dass Sie mit den Stadtstaaten zusammenarbeiten. Jede Kommune hat das Problem derzeit, dass hier wirklich mal verkehrspolitisch andere Schwerpunkte gesetzt werden. Weil das, was wir auf Bundesebene haben, das vielleicht zum Abschluss, ja, das Vergnügen, bevor ich hier Landesgeschäftsführer Bund Berlin wurde, bin auch etwas geflohen vor der Bundesverkehrspolitik, durfte ich mich schwerpunktmäßig mit dem alten Bundesverkehrswegeplan beschäftigen. Und da war immer das gleiche Spiel. Es war damals, 2003, der Bundesverkehrswegeplan, wo Müntefering bei Beginn des Planes sagte, es darf alles werden, nur keine Wunschliste, wir müssen das Wunsch- und Wolke-Denken beenden. Mhm. Ramsauer hat jetzt hier, damals als jetzt der Bundesverkehrswegeplan gestartet, oder noch zu seiner Zeit, genau das gleiche gesagt, was ist rausgekommen. Das ist wieder so mehr oder weniger die Wunschliste mit so den Versprechen an alle Wahlkreise, irgendwo fließt das Geld hin. Das ist aber genau das Gegenteil einer Verkehrsplanung. Das sehen selbst ADAC und andere inzwischen zu, dass einfach nicht die richtigen Prioritäten gesetzt werden. Das gilt bundesweit, das gilt aber insbesondere auch für Berlin, weil Berlin braucht man jetzt die Debatte darüber, wie finanzieren wir die von allen gewünschten Ausbauten, oder von den meisten gewünschten Ausbauten von insbesondere auch der Straßenbahn. Und damit letztendlich die Fehler der 60er Jahre in West-Berlin wieder ein bisschen rückgängig zu machen. Danke. Ja, vielen Dank, Tillmann, für deinen Beitrag. Ich möchte den Kosten noch ergänzen, dass hier im Umkreis der geplanten Trasse wirklich kein Geld für die kleineren Verkehrsprojekte da ist. Ein prominentestes Beispiel ist zum Beispiel, dass kein Geld für das Dach des Regionalbahnsteigs am Ostkreuz vorhanden war. Der wurde dann eingespart. Und erst durch Bürgerproteste wurden dann die Verspätungsgelder, die eingespart wurden, für die S-Bahn verwendet, um ein Behelfsdach zu bauen. Da gibt es jetzt viele weitere Projekte, wo das so ist. Und es gibt viele weitere Argumente, sei es ökologische Argumente, sei es Klimaargumente, sei es verkehrliche Argumente, sei es Kostenargumente und sei es auch die sozialen Auswirkungen der Stadtgruppe Bahn. Einige haben wir auf unserer Webseite zusammengestellt. Es wäre aber ein abendfüllendes Programm, wenn wir diese heute alle erläutern würden. Und vor allen Dingen werden halt Chancen verbaut für andere Nutzungen, die man dort eigentlich machen könnte. Jetzt gibt es eine kurze Fragerunde und da bitte ich allerdings nur die Vertreterin von den Medien Fragen zu stellen, weil wir möchten das in wenigen Minuten sozusagen dann auch übergeben in den Park. Bitte schön. Das ist immer welche sind denn die Fristen und die Zeiten, die jetzt einzuhalten sind für Einwilligung? Wo sollen die Regelungsrichtlinien? Ja, man kann Einwilligung bis zum 2. Mai machen. Und zwar, wir haben es auf unserer Website 100stoppen.de verlinkt, zum Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Und die kann man online machen, mit einem Online-Formular. Man kann es aber auch einfach, wegen der Zeichenbegrenzung, kann man es auch einfach per Post abschicken. Da möchte ich noch mal kurz was dazu sagen. Ich bin der Klaus Herbert, ich wurde gleich erleben an. Ich habe das probiert online. Bitte? Ja. Über das BVMI online. Das haben sie einfach zurückgewogen, weil ich länger als 24 Stunden gewartet habe, um das freizuschalten. Und selbst wenn man es freischaltet, Sie kriegen es da nicht durch, Sie müssen per Post schalten. Ja. Nur als Hinweis. Also nochmal der Hinweis, Einladung am besten per Post. Oder wenn es drängt, auch direkt in den Briefkasten. Ja, gibt es weitere Fragen? Bitte schön. Klaus Kofierer von Tagesspiegel. Ich habe nur eine Verständnisfrage. Die Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan heißt ja nicht, dass gebaut wird, auch wenn die zwei Wörter im Bauch jetzt drinstehen. Entscheidend ist doch das Planfeststellungsverfahren später. Warum reicht es Ihnen dann nicht aus, im Planfeststellungsverfahren die Einwände vorzustellen? Also warum muss das jetzt sein? Und dann nochmal an Herrn Häuser die Frage.
Ist es wirklich so, dass der 17. Abschnitt der einzige oder mit der einzige ist, der nicht überprüft worden ist von allen, was weiß ich wie ganz anderen Projekten? Genau, da werde ich ganz kurz selber antworten. Die Erfahrung hat gezeigt, dass man durch Einwendung beim Planfeststellungsverfahren ein Projekt nicht kippen kann. Man kann zwar Verbesserungen erzwingen, aber also ich persönlich habe schon sehr viele Einwendungen beim Planfeststellungsverfahren gemacht und die Einwendungen werden generell abgebügelt. Also ich habe das noch nie persönlich gesehen. Vielleicht kann ich an Thema Häuser weitergeben oder vielleicht zum Beispiel Planfeststellungsverfahren Hauptstraße, wo mit komplett 100% alle Einwendungen abgebügelt. Das ist aber ein ganz anderer Bundesverkehrswegeplan, gibt es von Seiten des Bundes. Erstmal ist ein Investitionsrahmenplan, also soll ja mal sortieren, welche sollen vordringlich realisiert werden, welche Projekte und welche werden zurückgestellt. Zum anderen mit dem der Aufnahme der Anlage zum Fernstraßenausbaugesetz. Da steht die Jahrhundertwerkzeug drin, mit in weiterem Bedarf mit Planungsrecht. Sozusagen die Grundlage dann für das Land Berlin, tatsächlich die Planung voranzutreiben. Bei Planfeststellungsbeschlüssen, die werden eigentlich, also Planfeststellungsverfahren werden dann eingeleitet, wenn klar ist, dass gebaut werden soll. Da geht es ja wirklich nur noch um die Frage, wie sieht der Schallschutz aus oder welche Einzelmaßnahmen werden ergriffen. Und da ist schon mit ganzen Vorlaufplanungskosten, meistens sind die Messen da gesungen. Es gibt zwar Beispiele, wo man auch mal ein Planfeststellungsverfahren versenken konnte, aber zum relativ wenig. Und das ist genauso dann also bei der Überprüfung Bundesverkehrswegeplan wurden tatsächlich alle Projekte überprüft, die noch nicht in Bau waren. Und das waren wirklich auch diejenigen, die jetzt selbst planfestgestellte Projekte wurden überprüft. A117. Bau steht zwar noch nicht mal in der Planfeststellung, wir sind noch überhaupt in keinem Verfahren, wir haben eine alte Linienbestimmung. Und deshalb ist da das einzige Projekt, wo noch nicht mal auch nur ansatzweise ein konkreter Plan vorhanden ist, wie das aussehen könnte. Und auch da, deshalb wäre allein schon mal notwendig gewesen, auch, sagen wir mal, in Achtung der Entscheidungshoheit der Abgeordneten tatsächlich eine Nutzen-Kosten-Analyse zu machen. Deshalb auch die Willkürentscheidung des Ministers. Wir haben ein nicht geplantes Projekt, also nicht weiter konkret geplantes Projekt. Und der Bundesverkehrsminister stuft es jetzt als im Bau ein. Deshalb bin ich auch gespannt, was die Abgeordneten dazu sagen werden, dass das teuerste Autobahn ist. Es gibt teurere, wir haben mehr Kilometer, aber pro Kilometer teuerste Projekt, einfach sozusagen an der parlamentarischen Beratung vorbeigemogelt werden soll, weil letztendlich dient der Bundesverkehrswegeplan und die Projektbewertungen, die da durchgeführt wurden, dann ja eigentlich der Vorbereitung der Diskussion im eigentlichen Souverän. Das ist der Bundestag und nicht der Bundesverkehrsminister. Deshalb ist, glaube ich, A49 hier dreimal. Dann durchgeguckt, was da der einzige Punkt ist. Zum Beispiel sowas wie A14 Abschnitte, die schon kurz vor der Planfeststellung sind, andere, die schon planfestgestellt sind, wurden entsprechend erneut überprüft. Also ein anderes Argument noch dazu, und zwar das sind ja politische Entscheidungen, ob ich diese Projekte umsetzen will oder ob ich diese Projekte überhaupt haben will. Das ist ja nicht nur, sagt man, nicht nur oder in wenigsten Fällen fachliche Argumente, die zu so einem Projekt führen. Aber wenn das Bundeskabinett den Bundesverkehrswegeplan beschließt, ist es immer noch nicht rechtlich verbindlich, aber die Ausbaugesetze. Und mit diesem Fernstraßenausbaugesetz, da wird eine Anlage geben mit diesen Projekten. Und dann ist es eine entscheidende Sache, dass wenn der Bundestag festgestellt hat, dass dieses Projekt verwirklicht werden soll, hat es Gesetzeskraft. Es gibt ja so und so nur eine Instanz, die diese ganzen Verfahren überprüft, das ist das Bundesverwaltungsgericht. Und das prüft dann nicht mehr, ob dieses Projekt überhaupt sinnvoll ist, ob es überhaupt den Bedarf dafür gibt. Denn der Bundestag hat diesen Bedarf festgestellt per Gesetz. Und diese Regelung, die man bei einer Stadtstraße immer noch hinterfragen kann, ist es überhaupt sinnvoll, dieses Projekt, gibt es andere Lösungen, ist da nicht mehr. Und von daher muss man sich jetzt bei der politischen Entscheidung sozusagen einbringen und sagen, hier so und so ist unsere Meinung, dieses Projekt funktioniert nicht, deswegen sollte man es gar nicht weiter verfolgen. Zu Beginn der Planung und
das Planfeststellungsverfahren steht ja relativ am Ende von dieser Planung. Ja, dann gibt es keine weiteren Rückfragen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie gekommen sind. Ich möchte mich bei meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bedanken für die Organisation dieser Pressekonferenz und natürlich bei der Kiezspinne, die uns den Raum zur Verfügung gestellt hat. Dann würden wir jetzt gemeinsam ungefähr 150 Meter in diese Richtung, in den Park gehen. Und dort gibt es halt noch Möglichkeit für Interviews. Vielen Dank. Das Problem ist, dass offiziell der 16. Bauabschnitt besprochen wurde und hier sollte der 17. Bauabschnitt entstehen. Und jetzt wurde einfach eine Umdeutung beschlossen vom Bundesverkehrsminister, der sagt, ach, das ist doch alles schon im Bau, 17 gibt es eigentlich gar nicht, das ist alles eins. Und darum wird auch die Beteiligung, die Bürgerbeteiligung quasi verhindert und das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Soweit sind wir aber noch gar nicht. Der Bundesverkehrswegeplan ist noch gar nicht verabschiedet. Erst wenn er dann verabschiedet sein wird, werden hier die weiteren Schritte veranlasst und dann werden die Bürgerinnen und Bürger natürlich mit einbezogen.